Morgen, Eggy. Moin. Na, was machen wir heute Schönes? Also, wie immer, ich arbeite und du guckst zu. Ja, naja, irgendjemand muss ja die Videos machen, wisst ihr? Ja, ja, ist klar. Das ist da immer die beste Ausrede. Komisch, dass du immer die Kamera rausholst, wenn gerade die Arbeit ansteht. Ey, was soll ich dir beim Aufpusten helfen, oder was? Was ein Typ, sag ich euch. Alter, Jod, wir ziehen uns nur auf, ich mag ihn ja manchmal. Manchmal. So, jetzt erzähl ich trotzdem, was wir heute machen. Was machen wir denn heute? Naja, also mein Guide hat gerade gesagt, dass schneide ich raus. Also nochmal von vorne. Wo fahren wir hin? Also mein Guide hat gesagt, dass wir auf dem Wasser fahren. Land ist so ein Boot, scheiße. Und ich glaube, wir angeln heute ein bisschen. Ja, wir angeln heute, genau. Oh, das klingt nach einem Plan. Genau. Ich würde es erstmal so auf Hecht, Zander, Barsch eingrenzen wollen. Eigentlich habe ich total Bock auf Zander. Aber ich habe auch noch nie ihn gefangen, deswegen habe ich so einen Bock da drauf, weil ich endlich mal meinen Zander fangen will. Ja, geht mir auch so. Aber hier sind zu wenig Zander. Das macht einfach dann keine Laune, wenn du den ganzen Tag angelst und keinen Fisch fängst. Deswegen werden wir auf Großbarsch, Schrägstrich, Hecht gehen. Beziehungsweise ich werde erstmal auf Hecht gehen und wenn mir zu wenig rundzuckelt an den großen Ködern, werde ich die Köder reduzieren und auf Bait gehen. Gut, ich mache es genau andersrum. Ich hänge mir erst kleine Köder ran, je auf Barsch. Und wenn ich dann keinen Bock mehr auf Barsche habe, dann fange ich einen großen Hecht. Und nebenbei steigt immer ein Hecht mit ein, wenn ich auf Barsch angel. Ja. Bis jetzt jedes Mal. Aber ich will ja keinen Barsch. Oh, geil. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich mega Bock habe auf Fisch essen. Deswegen, egal was ich fange, ich werde heute was mitnehmen und ich werde mir heute Abend Fisch machen. Aber sag mal, kannst du auch quatschen und nebenbei arbeiten? Ja, aber das macht nicht so einen Spaß. Knallhart. So, guten Morgen Leute. Jetzt sind wir endlich auf dem Wasser. Nachdem ich mir jetzt die Schleppe aufgepustet und aufgebaue, jetzt kann es losgehen. Die ersten zwei Würfe sind gemacht, ist zwar noch nicht passiert, aber jetzt geht's los. Geile Scheiße, oder? Wetter spielt vor allen Dingen mit, ja, richtig geil. Wetter ist Knaller. Uns anders als vorhergesagt, wir haben schön geschwitzt. Alle waren auf Minusgrade eingestellt. Sehr lange Unterhosen eingepackt. Bügel aufmachen ist eine Maßnahme. Ja, total geil, ja. Das schneidest du aber raus. Nee, das kommt mit rein, Alter. Schönes Ding, gleich am Anfang. Ein schöner Hecht. So groß ist der ja nicht, aber er macht Party. Warte, lass ihn noch ein bisschen austoben. Mhm. Nee, hol ihn rein. Der hängt nur noch zur Hälfte. Jawolla! Übernimm mal bitte. Ja, Leute, seit 5 Minuten auf dem Wasser. 5., 6. Wurf. Und gleich schöner Hecht eingestiegen. Kann man nicht meckern. Hier läuft's auf jeden Fall. So muss das sein. Jetzt machen wir weiter. Gucken wir mal, was noch geht heute. Attacke, genau. Ja, gut in der Vorderlippe. Jawohl. Und endlich mal keine Kippe dabei. Oh, da ist was Großes gesprungen, hast du gesehen? Ich habe gesehen, wo ich höre. 10 Meter hinterm Schilf.
Genau auf der Kante, auf der wir immer die ganze Zeit fischen. Ja. Und Fisch. Und was Großes. Jawohl. Ja, und ich habe das mit Glück in Schäfig verschmissen, wollen wir das mal sehen. Oh, guter Barsch. Ein guter Barsch. Oh, schön. Oh, der macht richtig Dampf. Sehr schön, ja. Den nehmen wir mit. Den will ich auch nicht schaffen. Ja, ist okay. Der ist aber wirklich schön. Oh, der ist schön. So, ja, wir sind jetzt vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde auf dem Wasser. Ich hatte bis jetzt 2 Hechte, 1 Barsch. Das wollte ich nicht sagen, aber es ist schön, dass du es gesagt hast. Aber dafür fängt ihr heute noch. Da geht, ja, da geht noch richtig was. Ich bin ja ständig am Umbauen und Filmen und so weiter, aber. Ja, genau, der kann, kommt eigentlich nicht zum Angeln. Deswegen habe ich jetzt gesagt, werde ich jetzt mal kurz filmen und er kann jetzt erstmal eine Runde angeln. So machen wir das jetzt auch. Ich fahre uns mal wieder rüber an das gute Ufer. Und dann geht die Post ab. Lächeln, Eggy, das wird noch. Wir sind gerade erst losgefahren. Ganz entspannt, ich bin da noch nicht so. Weiß ich doch. Mir ist ideal, ich hab was zu fressen auf dem Tisch und ich hab einen schönen Tag. Eggy im Drill. Meins ist ab? Ja, meiner ist auch ordentlich mitgeschwommen. Ja, kleiner Barsch. Boah, so clean ist der ja nicht. Petri, Eggy. Danke, danke. Erster Fisch in Schneidert. Ja, ja. Was suchst du? Die Kohlensäure von meiner Flasche ist nur gerade weg gewesen und daher dachte jetzt, Brot pfeift. Ja, naja. Halt mal nicht vor deine Sicht. So, warte. Klein, aber fein, der Junge. So, halt nur mit einer Hand kannst du auch halten. Der, so groß ist er nicht. Sehr schön. So Leute, heute läuft's. Also kann man nicht meckern. Eggy hat gerade seinen Barsch gefangen. Jetzt kam bei mir gleich der nächste. Und der ist nicht schlecht. Der hat seine 30. Würde ich tippen. Jo. Der ist gut. Der kommt in die Bratpfanne. Alles klar, Leute. Jawohl, Fisch. Schlecht ist er nicht. Ist zwar auch nicht der größte. Kleiner Hecht, oder was? Nee. Auch wieder ein Barsch. Komm, so schlecht ist der gar nicht. Jawohl. Auch wieder ein schöner. Kann man den meckern? Geht der zurück oder willst du den zu deiner Barschpfanne? Den würde ich noch nehmen, der sieht noch echt gut aus. Man hat zwei große Barsche, vielleicht für den Abendbrot mit Brot dazu. Na, jetzt kommt die Sonne raus, jetzt ist das optimale Barschwetter. Das Barschwetter? Hm? Ah, ein schöner Barsch. Nein! Aber wir hatten ihm wenigstens ein kurzes Foto. Petri, Eggy. Scheiße. Schade, meine ich. Und was sagen wir? Bitte? Danke. Sehr vorbildlich, denn Mama hat dich gut erzogen. Immer erst mal, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst. Oder hätte mich deine Frau gefragt, hätte ich als Erster gesagt, Entschuldigung. Wieso meine Frau? Meinst du deine Frau? Eine Frau. Ach so, eine Frau. Bei deiner Frau hätte ich gesagt, du warst es. Ja, hier gerade eine wunderbare Stelle. An dem Schilf, an der Schilfkante da hinter mir. Da, wo Eggy jetzt gerade hinwirft, da habe ich die ganze Zeit, oder da haben wir die ganze Zeit schön Barsche gezogen und alles gute Größen, alle so um die 30. Die machen auch richtig Spaß an der Route. Also heute läuft's. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Fisch kommt. Mittlerweile haben wir jetzt hier 2 schöne große Barsche, beide über 30 und 2 ordentliche Hechte. Also, die haben wir schon im Boot liegen. Die sind für heute Abend sicher. Die kommen auf den Grill.
Oder Eggy? Bei mir kommt's in den Ofen. In den Ofen? Ja. Oh ja, ist auch okay. Wie machst du die? Ich denke, also der Barsch kommt auf alle Fälle in der Pfanne. Richtig kross, kurz mediert, kross angebraten und dann, weiß ich nicht, Butterstulle dazu oder irgendwas. So armbrottechnisch. Und der Hecht, der war letzte Mal so geil, also werde ich wahrscheinlich wieder so eine Zitronen-Dill-Soße machen. Weil die mir letzte Mal echt geil gelungen ist. Und die schmecke ich jetzt noch. Dieses Brotdrehen ist echt kacke. Ja, ne? Ja. Weil wir beide so beschissen stehen, aber wir ziehen uns, anstatt dass wir uns bei der DIG-Sitze Richtung ziehen, die Seiten tauschen, nee, immer schön weiter so. Mal kicken, wie schnell wir das schaffen, dass wir uns im Kreis drehen. Ja, Leute, also, eigentlich wird mal Zeit für einen Spotwechsel, glaube ich. Ja, würde ich auch mal sagen. Vor allen Dingen, weil wir hier normalerweise sonst auch Ansetzangeln machen, kennen wir ja schon die Ecke, und wenn wir schon mal mit dem Boot draußen sind und so ein mega geiles Wetter haben, sollten wir mal einfach mal gegen die heutige Strömung fahren und mal die Landschaft erkunden und mal gucken, was da noch so an Fisch geht. Hier kommen wir zumindest jederzeit ran. Würde ich sagen, so machen wir das da. Zumal jetzt hier auch nicht allzu viel gegangen ist in der Zeit. Wir haben jetzt hier jeder ein paar Würfe gemacht, aber an jeder anderen Stelle war wenigstens gleich ein Anfasser oder ein Biss hier typisch. Ansitzstelle. Hier kommen sie abends zum Fressen hin, das wird der Fressplatz sein. Deswegen steht jetzt hier nichts rum. Und ich ziehe uns schon mal ans Ufer ran. Alles klar. Ich glaube, ich muss mal an den Motor. Was sagst du, Eggy? Was soll ich sagen? Ich hab gegessen, ich werd müde. Muss halt tun, er ist heute um bist du aufgestanden? Um 6.30 Uhr. Um 6.30 Uhr aufgestanden. Wenn der arbeiten geht, steht der erst um 9 Uhr auf. Wie kommst du denn darauf? Ach nee, stimmt, um 8 Uhr, wa? Nee, 6.57 Uhr klingelt der Wecker und ich stehe um. Da jetzt kommt's. Zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr auf. Damit ich pünktlich um 8 Uhr, zwischen 8.45 Uhr und 9.05 Uhr Arbeit bin. Um 9 Uhr ist der Arbeitsbeginn. Als Chef darf man sich das erlauben. Ja. Ging jetzt nicht mehr viel. Also dem Fisch heute Vormittag. Jetzt zwischendrin ging nicht so viel. Wir fahren. Essen beim Video drehen ist aber. Macht man eh nicht. Aber ist egal. Sprechen, ne? Habe eh den Assi-Part bei uns, also. Ich weiß nur jetzt, so. Warum? Nur so. Aber jetzt weißt du auch warum. Was? Hä? Den habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Gut. Das seine, ne? Wir fahren mal jetzt noch eine Runde runter, wieder dahin, wo wir heute Morgen waren oder heute Vormittag, in die Richtung auf jeden Fall. Und hoffen, dass da ein bisschen mehr geht. Also hier hinten. Totenhose. Nicht mal die Totenhosen sind hier. Zum Glück. Schon nebenbei? Ah, nee, lass mal gut sein. Kindheitserinnerung. Totenhosen, ne? Ja. Bei mir nicht. Tja. Außer, mal waren die das? Doch. Also gut, aber mal unter. Na, siehst du. Na, okay. Das ist der Klassiker. Der muss Sinn. Ja. Also, mal gucken, was noch geht. Jawohl, ich denke, es wieder. Das ist, denke ich, ein guter Hecht. Sehr schön. Ja, lass Kescher. Wir gucken erstmal, was das ist. Oh. Oh nee, guter Hecht. Ein guter Hecht. Uiuiuiui. Kescher, auf jeden Fall Kescher. Lassen wir das hin? Ja, lass ihn. Ich
Geh weg, 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 ich versuche gerade. Ganz ruhig. Geile Scheiße. Gerade noch ein Lecker, dass nichts beißt. Schöne Ding da. Schick mir mal schnell die Bilder per WhatsApp. Ja Leute, guckt euch das an. Hat er mir einen Haken abgebrochen. Zum Glück, dass wir den rechtzeitig in den Kescher gekriegt haben. Eine Sekunde später und das wäre gewesen. Aber ich hab den ja zum Glück ein zweites Mal. Oder? Ja, eigentlich mir gedacht, nee, ich hab den ja nicht mehr, scheiße. Den hab ich nur einmal mitgenommen. Warum ditte, warum nimmt man denn das fängigste Modell nur einmal mit? Wegen dem blöd? Nee, finde ich nicht. Ich versuche mit dem hier zu reparieren. Hä? Hä? Doch, ach du Scheiße. Ah, oh, ein kleiner süßer Barsch. Oh, der macht sich voll steif und lässt sich hinterher ziehen. Ja, deswegen. Ich dachte, jetzt ist es nicht mehr dran. Na gut, wenn er das macht, dann kriegt er jetzt alle drei die ganze Wasserladung immer komplett drin hier. Ja, Eggy, ja, Petri, geht da, läuft doch, Alter. Ja, mit Lehnbarschen läuft's. Ist ja doch egal. Fisch ist Fisch. Ja, ja. Eggy, ist da top oder nicht? Warte mal. Wie soll ich den Kleinen raufkriegen, ja? Nee, wie soll ich den filmen, ohne dass ich hinten aus dem Boot falle? Wir stehen so nah aneinander. Aber geil, Petri. Fisch jetzt ist geht's Fisch. Los, jetzt geht's wieder los mit Beißen. Wenigstens also mal wieder einen Kontakt gehabt, ne? Naja, aber immerhin Fisch. Eggy, der klang jetzt. Quick Release! Quick Release, genau. Trotzdem dicken Petri. Ja, dicke, ja. Na warten, so jetzt weiter, los. Naja. Jo, Leute. Ich muss mal ein bisschen gucken, wo ich hinfahre. Also, war an und für sich ein ganz cooler Angeltag. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Eggy auch. Sicher. Ja, sehr schön. Wir haben auf jeden Fall gut Fische gefangen. Kann man nicht meckern. 3 Hechte. 4 Barsche an die 30. Also 30 und ein bisschen drüber. Einer und ein bisschen drunter. Also okay. Und noch ein paar kleine Barsche. Die haben wir jetzt erstmal nicht so großartig erwähnt. Ja, den fahren wir jetzt noch einen letzten Spot an. Dann wird es auch langsam dunkel und dann ist noch einpacken, hochschleppen und Feierabend, würde ich sagen. Noch schön bei einem Bierchen oder einem Whisky ausklingen lassen. Ja, bis auf das Bierchen und den Whisky, weil ich muss nach Auto fahren. Ach so, ja, stimmt. Du bist ja in der misslichen Lage, dass du dich heute noch fortbewegen musst. Ja. Aber egal, oder? Scheiß drauf. Ja. War schön. Nee, würde ich sagen. Ich will ja eigentlich nicht vom Wasser, bevor Eggy nicht auch sein Hecht gefangen hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da sehe ich heute, glaube ich, ein bisschen schwarz. Ach komm, die positive Einstellung fehlt. Ja, dann kommen wir ja nicht mehr runter, wenn ich jetzt positiv daran bin, weiter zu angeln. Alles klar. Gut, dann mache ich jetzt auch noch ein paar Würfe. Den Rest nehme ich noch mit der GoPro auf und dann gucken wir mal. Vielleicht geht ja noch was. Brauchen wir einen Kescher? Weiß ich noch nicht. Ne, Mittel? Nee. Ja? Nee. Oh, ein guter Barsch. Alter Verwalter. Gerade, ne? Weiß ich nicht. Schöner Barsch. Eggy, das hat sich doch gelohnt. Alter, bam! Das ist ein ordentliches Gerät für hier. Das nenne ich mal nicht schlechter Fischer. Da hast du doch noch deine Action heute. Jawohl. Ich hab's zu Eggy gesagt, lass uns schnell noch mal nach da hinten an die Stelle fahren. Probiert einfach noch mal und bam, was kommt raus? Alter, ist das ein Barsch. Was für ein schönes Tier.
Den messen wir gleich nochmal und dann gucken wir mal, was der hat. Das ist auf jeden Fall Eggy sein größter Barsch, sagt er. Ja, denke schon. Das ist ein gutes Gerät. Wirklich. Bäm, Eggy. Petri, Junge. Warte, jetzt machen wir ein Foto. Gut, ne, dann können wir jetzt an Land fahren oder was? Oder willst du noch ein paar, wenn die Barsche gerade hier sind? Genau. Warte, ich steig erst aus. Und ein Stück hoch. Was los, Eggy? Fertig. Von was? Vom Angeltag, der alte Herr hat Rücken.